Euer Lohn ist wohlverdient. Für uns war der Turm nichts weiter als ein Grabstein auf einem längst vergessenen Grab. Vielleicht hat Tristram sein Schicksal verdient, weil es das Böse über das Land kommen ließ. Ich hoffe nur, uns ereilt nicht dasselbe Schicksal. So, es geht jetzt eigentlich auf den Weg zu Andariel, der Dämonenkönigin. Guten Abend. Den Schmied mache ich aber nebenbei noch. Da ziehe ich einfach durch, denn... Weil der ist auf dem Weg dorthin. Ich dachte, die Geschichten über den Schatz im Turm wären nichts als Lügen. Ich bin froh, dass ihr etwas Kostbares in dieser Todesfalle gefunden habt. Hätten unsere Schwestern doch auch ein solches Glück gehabt. Ich weiß, dass Kane der letzte Nachkomme der uralten Horadrim ist und ein enormes Wissen über ihre Legenden besitzt. Er könnte äußerst nützlich dabei sein, die Art unserer derzeitigen Krise zu bestimmen. Ja. So, dann müsste das hier das Questlogbuch. Ja. Es gibt noch den Schmied und dann die Dämonenkönigin Andariel. Ja, soweit ist es nicht mehr. Ich werde mal skillen und zwar jetzt auf tatsächlich werde ich nochmal auf Stärke skillen, weil ich weiß, ich glaube so und so viel brauche ich, wenn ich jetzt ein Monarchenschild später tragen will oder so. Von daher werde ich sowieso ein bisschen Stärke brauchen. Schwarzmoor, genau. Vier Wegpunkte noch. So, auf ins Hochland. Ich glaube, hier brauche ich nur der Straße folgen. Also die Straße bringt mich entweder in die Grotte. Da muss ich aber nicht hin, die Grotte. Oder sie bringt mich zum Klostertor. Eins von beiden. So, die Pfeile nehmen wir. Ah, hier. Bin ich schon 18? Ey, ich bin schon 18. Cool. Aber hier kam ich noch nicht ran, ne? Doch, also 16 oder wie? Egal. Punkt rein. Passiv ist immer schön. Hey. Hast du Bock auf Wildschwein? Hast du Bock auf Wildschwein? Bling, bling. Ich komme durch, ne? Sieht gut aus. Aber mir ist aufgefallen, ich habe so viel Kram für den Paladin gefunden. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ach, ich bin voll. Mist. Da muss ich mal verkaufen gehen. Ja, bringt ja nichts. Ich trage so viel. Ich kann kaum noch gehen. Guten Abend. Seid gegrüßt.
2 Verteidigung, 6 Leben. Kommen wir mal das. Was? War denn das nochmal? String alt? Macht das nicht automatisch in die Kiste? Na egal, dann. So muss ja alles seine Ordnung haben, ne? Hausmeister nennt man das doch so schön, ne? Ja, ja, genau. So. Guck mal, 16, ja. Ach, Mensch. Ja, komm, was soll der Geiz? Weiter geht's. Ja, aber wenn du, Tobi, wenn du das gar nicht kennst mit den Runen, dann kennst du auch die zwei Klassen nicht. Die kamen nämlich da auch dazu. Also als Lord of Destruction rauskam, gab es dann nochmal den Druiden und eine Assassine. Das waren so die zwei neuen Klassen, die es dann ins Spiel mit reingeschafft haben. Die kennst du dann auch nicht. Ach, wir sind da. Schön. Und Level up. Dies ist also der Schauplatz von Andariels Gräueltaten. So, dann machen wir unterwegs den Schmied. Wir suchen erst uns mal den Wegpunkt, dann den richtigen Weg und dann... Das äußerste Kloster. Ich weiß, und das ist genau das, was ich echt nicht gemocht habe in dem Spiel. Weißt du, wenn du am Anfang angefangen hast, wenn die Ladder neu angefangen hast oder das, dann musstest du, da durch. Du musstest jetzt hier diese zwei Gefängnisdinger da durch und das war wirklich nervig. Aber anders ging's nicht, bis du Katakomben Level 2 ankamst. Das hat mich so gestört immer. Deswegen bist du immer raus und reingesprungen online und hast gesagt so, ey, ja, kann mir jemand Andariels Wegpunkt geben oder so. Das war immer so. Na, jetzt müssen wir uns hier durchprügeln. Es geht nicht anders. Riesenzauber. Riesenzauber. Hatte ich jetzt den Wegpunkt ja eingesammelt? Oder habe ich nur gesabbelt? Ne, hier habe ich an. Okay. Die Stachelratten. Wollen wir mal gucken, wo geht's weiter? Hier? Okay, hier war falsch, also nach oben. Hast du Bock auf Wildschwein? Okay, hier geht's weiter. Achso, ich kann skillen. Ja, Leben. Und hier werde ich jetzt wohl warten. Ich werde meinen Skillpunkt jetzt nicht opfern. Weil ich werde warten, dass ich hier runterkomme.
und dann zur gleichen Zeit auch noch hier runter irgendwie kommen. Dass ich meine zwei Skill Points dann benutzen kann, wenn es soweit ist. Uiuiui, da sind sie wieder. Ich glaube, da hat jemand eine grüne Aura, oder? Ja, haben Sie denn jetzt bei der Neuauflage die Assassine mit drin und ich kann nicht noch mehr tragen. Den Druiden. Eigentlich schon, ne? Wenn sie schon ja die Runen haben drin und die Zauber. Und auch bestimmt die zwei Klassen drin. Zwei bis zehn, ja, ich bräuchte jetzt mal neue kleine Steinchen. Kann ich mal den Bogen austauschen. Das sollte ich jetzt tun. Dann zwei, ne? Zwei, okay. Feuerschirm, Giftschirm. Untote, ja, nee, ist Quatsch. Angriff auf jeden Fall. Angriffswert ist cool. Jetzt muss ich mich entscheiden zwischen Gift und Feuer. Ich denke, ich werde Gift nehmen. Ja. Okay. Der Orden heißt euch willkommen.